Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, das Wasser ist klar und die Jakobsmuscheln zwitschern. Ach, schön, wenn's so friedlich ist. Könnten wir die Lautstärke etwas reduzieren, bitte? Bei diesem Lärm kann ich nicht arbeiten. Oh, na klar, Thaddäus. Ah, ja, ja, na gut. Okay. Und nun wenden wir uns dem Wohlklang von Thaddäus' Klarinette zu. Dankeschön, vielen Dank. Ich nicht! Hä? Hey, Thaddäus, wie wär's mit Seifenblasen? Nur 25 Cent! Unglaublich! Du bist also ernsthaft der Meinung, dass ich meine Zeit mit dem Blasen von Seifenblasen verschwenden würde? Aha! Ich bitte dich! Wer wäre auch noch so dämlich, Geld dafür zu bezahlen? Guten Morgen! Oh Mann! Schönen guten Morgen, der Herr! Wie wär's mit dem Seifenbläschen? Was wird's denn kosten? Nur ein $0.25. Klingt nach einem fairen Preis. Tja, kannst du mir ein $0.25 leihen? Na logo, Patrick. Oh, ein $0.25. Dankeschön. Also das Geschäft brummt ja. Warum habe ich eigentlich nur diese traurigen Versager in der Nachbarschaft? La 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 la
Ich glaube, ich hab sie. Oh, Momentchen mal. Los, Patrick, schnell, beeil dich, mach schon. Du fällst, aua, aua, aua. Oh, hinfällst, aua. Autsch. Hallo, Thaddäus. Wir fischeln Quallen. Aber sicher. Ihr entschuldigt mich. Moment! Wir haben extra für dich ein Netz gemacht. Willst du nicht mitkommen? Wirklich? Mit euch Quallen fischen gehen? Das wäre ja wirklich der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ich würde zu gerne Quallen fischen gehen. Ich kann mir an meinem freien Tag überhaupt nichts Schöneres vorstellen, als Quallen fischen zu gehen. Und zwar mit meinen beiden besten Freunden, SpongeBob und Patrick. Ah ja, aber ich kann nicht. Ciao. Nächstes Mal. Aber sicher, na klar. So ein Quatsch. Davon träumt ihr wohl. Weißt du, was ich finde? Irgendwie hat Thaddäus nie Zeit für ein bisschen Spaß. Vielleicht liegt's daran, dass er uns nicht mag. Machst du Witze? Wir sind seine besten Freunde. Hallo, Patrick. SpongeBob. Patrick, du bist mein bester Freund in der ganzen Gegend. Patrick, du bist der dämlichste Idiot, den ich je zu meinem Leidwesen kennenlernen musste. Meinst du das im Ernst, SpongeBob? Aber natürlich, Patrick. Das sieht doch jeder, der Augen im Kopf hat. So, so, und ich finde dich hässlich. Gelb ist hässlich. Patrick, was meinst du denn damit? SpongeBob, auf deine Bekanntschaft kann ich verzichten. Du bist eine Schande für alle Meeresbodenbewohner. Wenn ich einen Dollar für jeden hirnlosen Schwamm kriege, den ich kenne, hätte ich einen Dollar. Hey, Patrick, im Zoogeschäft hätten sie einen Job für dich. Als Zeitungsständer. Jetzt wird's mir dann aber zu doof, du Doofkopf! Ach ja, was glaubst du denn, auch Doofkopf? Und du bist ein Kamel! Was ist denn das? Das, was du bist! Dann bist du noch ein viel größeres! Aber du bist immer noch gelb! Und weißt du eigentlich, was noch gelb ist? Was denn? Du! Ja, mir doch egal, was du von mir hältst, weil ich dich nämlich sowieso nie wiedersehen will! Ah, Algengrütze! Wow, Thaddäus, guter Scherz. Ja, also ich weiß ja, was zu tun ist, aber muss man sich da nicht vorher die Hände waschen? Naja, was soll's. Gewonnen! Unglaublich, Patrick.
du hast mich gerettet. Ehrlich jetzt? Yep, du bist ein echter Lebensretter, mein Freund. Freund? Freund. Ja, Patrick, wir sind Freunde. Nichts weiter. Und was machen wir heute Abend, mein bester Freund? Nun, ich hatte vor, mein Klarinetten-Solo zu üben. Klarinette? Ich liebe Musik. Tja, wir werden wohl doch wieder zu meinen Eltern ziehen müssen. Du kannst doch nicht wieder zu deinen Eltern ziehen. Als mich meine Eltern rausgeschmissen haben, bin ich da auch nie wieder hin. Moment, du und Gary, ihr könnt doch auch bei mir wohnen. Das wäre ja klasse. Genau, wir machen eine Fels-WG auf. Gute Nacht, SpongeBob. Ja. Gute Nacht, Mitbewohner. Wow. Gute Nacht, Gary. Oh nein, was ist denn? Oh. Oh. Thaddäus? Was? Thaddäus, können wir ein paar Tage hierbleiben? Oder einen Monat oder zwei? Ist mir egal. Danke. Danke, Thaddäus. Kannst du ein bisschen rüberrutschen? Oh ja, klar. Und wenn du schon dabei bist, kannst du mir ein Glas Wasser holen? Okay. Ja, klar. Also, du hast es ja richtig kuschelig hier. Danke, Kumpel. Ja, gern geschehen. Ich übernachte gerne bei Freunden. Ja, ich auch. Jep, so ist es schön. Gute Nacht, Thaddäus. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, SpongeBob. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube beobachten ihren Erzfeind, den Reflektor, der Übles im Schilde führt. SpongeBob! Du weißt, was das heißt. Donuts! Oh!
durch die Macht des Neptun! Meerjungfrau, Mann und Blaubartbube, vereint! Kreaturen der Tiefe, versammelt euch! Konzentrier dich, Blaubartbube! Da sind sie schon. Verdammt, die Macht des Reflektors ist zu groß. Ja, was denn? Wenn man dem Reflektor das Sonnenlicht entzieht, wird er schwach. Was in die Qualle, mehr, Jungfrau Mann? Er zerstört unseren Schild. Schnell, Blaubarschbube, zurück ins Geheimversteck. Jawohl, mehr, Jungfrau Mann. SpongeBob! SpongeBob, aufwachen! Der Reflektor kennt unser Geheimversteck. Was würde der echte Meerjungfrau Mann jetzt tun? Warum fragt ihr ihn nicht einfach selbst? Was meinst du damit, du fieser Feind? Er und Blaubarschbube wohnen im Altersheim am anderen Ende der Stadt. Sie ermitteln bestimmt verdeckt. Na klar, und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube, wieder vereint! Thaddäus! Hey, Thaddäus! Thaddäus! Thaddäusimus! Thaddäus, sieh dir mein neues Haustier an! Das ist kein Haustier, das ist ein wildes Raubtier! Stimmt doch gar nicht! Pass auf! Puls! Wie viele Finger halte ich in die Höhe? Stell dich tot! Ich würde dieses Ding nicht mal ins Haus lassen, wenn es stubenrein wäre! Das war völlig unnötig! Also, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und feiern ein bisschen. Wie kann man überhaupt mit einer Qualle feiern, hä? SpongeBob ist wirklich das einzige Lebewesen, das ich kenne, das mit einer Qualle feiert. Und das 5 Stunden lang! Und Thaddäus, dir möchte ich meinen Dosenöffner vermachen. Und ich dachte schon, diese Freundschaft würde sich niemals auszahlen. Bist du sicher, dass du mir deine Mayonnaise geben willst? Sie ist jetzt ganz dein. Und deine alten Telefonbücher. Alles für dich, alter Freund. Ach ja, und das hier würde ich dir auch noch gerne geben. Der alle Zuverlässige. Hallo Jungs. Hey SpongeBob, machst du hier einen Flohmarkt? Nein, ich verschenke meine materiellen Besitztümer, weil ich in der Wildnis bei den Quallen leben will. Wie kommst du bloß immer auf diese komischen Ideen? Was willst du denn mit diesen Quallen anfangen? Das sind ziemlich linke Vögel und die hellsten sind sie auch nicht. Ach, weißt du, Sandy, du erzählst mir genau das, was ich von jedem erwarte, der sich ängstlich hinter der Fassade der Zivilisation versteckt. Ich werde euch beweisen, dass man auch ohne diesen ganzen Kram glücklich sein kann. Vielleicht begreift ihr es ja irgendwann und folgt mir. Wiedersehen. So, die brauche ich auch nicht mehr. Summ, 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 summ. Er hat seine Hose ausgezogen. Ich gebe ihm eine Woche. Ich gebe ihm 11 Minuten. Patrick, ganz traurig! Thank you.
Tut mir leid, wir haben geschlossen. Ach, erzähl mir keinen Schwampf. Wie schafft ihr das eigentlich, mit Seifenblasen so einen Radau zu machen? Das sind nicht bloß Seifenblasen, das ist Seifenblasenkunst. Pass gut auf. Den linken Fuß hoch, dann drehen und stopp. Dreimal nach rechts gucken. Eins, zwei, drei. Und der Beckenstoß. Und auf dem linken Fuß landen. Nur nicht vergessen. Und jetzt wird es Zeit für unseren Hüftschwung. Schön die Hüfte kreisen lassen. Und dann machst du das und das und dies und das und dies und das und dies und das und dann. Das ist keine Kunst, das ist einfach albern. Seifenblasen, das ist so ziemlich das Dämlichste, was ich jemals gesehen habe. Ihr beiden solltet euch schämen. Hallo? Hey, Patrick! Thaddäus ist zu Hause und da müssen seine beiden besten Freunde ihn doch begrüßen, oder? Na klar, aber wer sind die? Na, wir! Auf geht's! Willkommen zu Hause, und Thaddäus! Und fröhliche Weihnachten! Wir bereiten dir heute deinen schönsten Tag überhaupt! Aber dein schönster Tag findet sicher nicht da draußen statt. Wie wär's mit einem heißen Süppchen an deinem schönsten Tag überhaupt? Happa, happa, Thaddäus! Wie soll ich denn das essen? Oh, ist sie noch zu heiß? Au! Vielleicht gibt's ja doch noch was Schöneres als Suppe an seinem schönsten Tag überhaupt. Wie wär's mit Musik an deinem schönsten Tag überhaupt, gespielt auf deiner eigenen Klarinette? Oh je, meine Lippen sind etwas trocken. Es gibt auch was Schöneres als Musik. Das Schönste haben wir uns nämlich für den Schluss aufgehoben. Das einzig wahre und Schönste überhaupt, damit dein schönster Tag überhaupt zum schönsten Tag überhaupt wird. Quallenfischen, 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 Quallenfischen. Überraschung! Happy Birthday, Thaddäus! Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich, alles Gute, Thaddäus, nach dem Schwanz als Seepferdchen. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für Thaddäus. Bis dann, Thaddäus. Ciao, Thaddäus. Alles Gute, schönen Geburtstag noch. Ich hab heute nicht Geburtstag. Jetzt reicht's. Ich muss aus dieser Gegend wegziehen. Aber sicher, Mr. Tentakel. Ich verkaufe Ihr Haus im Handumdrehen. Ach, das freut mich zu hören, weil ich hier so schnell wie möglich ausziehen möchte. Kein Problem. Solange es nicht von Fadenwürmern befallen ist oder problematische Nachbarn drumherum wohnen oder so etwas. Nein, nein, sowas gibt es hier nicht. Sagten Sie Nachbarn? Aber sicher. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich erlebt habe, dass ein Verkauf an schlechter Nachbarschaft scheitert. Nachbarn, Ich komme morgen zu einer Hausbesichtigung zu Ihnen. Bis dann. SpongeBob! Kein Mensch kauft mir dieses Haus ab, solange der nebenan wohnt. Er verkörpert so ziemlich genau das Gegenteil eines guten Nachbarn. Das Gegenteil? Das Gegenteil. Hast du mich vermisst? Komm, tritt ein. Du siehst umwerfend aus. Ich esse viel lieber mit dir als mit diesem lausigen... Was soll denn das? Ich setz mich doch nicht neben dem Bekloppten da. Ich auch nicht. Ich wurde hintergangen. Und ich dachte, ihr beiden wärt meine besten Freunde. Ich bin dein bester Freund. Nun gut, wie wär's mit dem Schluck Soda, Jungs? Ja, bitte. Danke, mein Freund. Und einen Schluck für deinen besten Freund.
Danke, bester Freund. Kann ich jetzt was haben, Kumpel? Moment, ich hab leer. Ich hab noch gar nichts gekriegt. Da hast du. Voll machen, bitte. Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! Patrick, dein Glas ist voll. Ach ja. Thaddäus! 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 Hey, Thaddäus! 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 Tut mir leid, Jungs, die Flasche ist leer. Ich hole euch gleich eine neue. Macht's euch doch bequem und plaudert ein bisschen. Ich sollte jetzt ganz schnell ganz weit wegrennen. So eine Überraschung. Ich habe sie eingeladen und alleine gelassen. Na, Thaddäus, was haben wir daraus gelernt? Weißt du was, Thaddäus? Ich und SpongeBob sind wieder Freunde. Na toll, aber bitte woanders. Sollen wir dir nicht beim Aufräumen helfen? Nein, raus! Psst, ich glaube, er ist eifersüchtig. So was Albernes. Aua, mein Rücken. Oh, 18 Stunden! Oh, hoppla! Jetzt bekommt dieser SpongeBob mal richtig was zu hören. SpongeBob, lass die Mordanschläge auf meine Ohren sein! Mir reicht's endgültig! Erdbeere. Ab jetzt wird zurückgelärmt! Jetzt hört mal, Jungs, genug ist genug. Oh, oh. Au! Hey, bleib ganz ruhig. Au! Okay, ich rede mit ihm. Thaddäus, wäre es eventuell möglich, dass du dein Klarinettenspiel etwas verbesserst? Ich glaube, den Quallen gefällt es nicht. Den Quallen gefällt es nicht? Wie bitte? Na klar, Kumpel. Natürlich kann ich besser spielen. Jungs, er hat gesagt, er spielt besser. Oh, oh, das ist nicht besser. Hey, pass mal ein bisschen auf. Die Sache gehört dir. Nicht! Wartet, ich kann leiser machen. Au! Oh! Au! Au! Oh! Ah! Oh! Was habe ich getan? Ich habe ein tolles Leben gehabt und Freunde und ich habe alles weggeworfen. Willkommen zu Hause, SpongeBob! Ach, ihr seid so nett. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Bitte verzeiht mir. Ach, Schluss mit dem Geblubber. Nimm den Krabbenburger. Da sag ich nicht nein. Und morgen zur Frühschicht bist du wieder an der Arbeit, klar? Ei, ei, Captain. SpongeBob, tu uns allen einen Gefallen. Auch da sag ich nicht nein. Tada! Oh. Okay, das reicht jetzt. Könnten wir es damit gut sein lassen? Patrick Juckreiz! Es ist schön, zu Hause zu sein. Thaddäus! 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 Das ruft! Thaddäus! Thaddäus!
Thaddäus! Hallo, meine Freunde. Vor euch steht in der Tat... Thaddäus! Thaddäus! Ein Genie. Wow. Dem Weg, SpongeBob! Ich raff das nicht. Ich mach mein Haus kaputt, was heißt, ich reparier's. Und deshalb räumt Thaddäus meinen Garten auf. Aber das heißt, er bringt ihn in Unordnung. Weil sauber ist nämlich dreckig und das heißt, dreckig ist sauber. Und das heißt, Thaddäus versaut mir wirklich den Vorgarten. Aber sonst würde ich meinen Vorgarten selbst versauen. Das heißt, Thaddäus ist das Gegenteil von Thaddäus, also SpongeBob! Aha! Jetzt ist mir alles völlig klar. Ich muss das Gegenteil von SpongeBob sein, denn ich bin... Thaddäus! Hey! Ich will aber auch ein Gegenteil sein. Ja! Endlich! Juhu! Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Moment! Es reicht nicht, wie er auszusehen, um ein Gegenteil zu sein. Du musst dich auch wie er benehmen. Mann, oh Mann, ich liebe meine Klarinette. Ich übe den lieben langen Tag, aber ich werde einfach nicht besser. Und jetzt du. Okay. Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Bitte nach Ihnen, Mr. Thaddäus. Das ist nett. Danke, Mr. Thaddäus. Sie sind stets willkommen, Mr. Thaddäus. Ach, Gegenteiltag. Nächstes Mal gibt's den Ich-stoß-dich-von-der-Klippe-Tag. Eine Superwelle, wer sagt's denn? In Natura sieht das Haus sogar noch schöner aus. Hallo, Miss... Mr. Tentakel? Ja, bitte treten Sie ein. Seltsam. Ich hatte Sie mir viel größer vorgestellt. Ja, das höre ich öfter. Um mir den Verkauf zu erleichtern, müssen Sie mir alle positiven Dinge über Ihr Haus erzählen. Positive Dinge? Gegenteiltag. Ja, aber gerne doch. Die Dielen knarren, das Dach ist undicht und es zieht wie Hechtsuppe. Aha, das hatten Sie am Telefon ja gar nicht erwähnt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Die Winter sind hart, die Sommer sind brutal. Im Garten treibt eine menschenfressende Muschel ihr Unwesen. Darf ich Ihnen den Rest des Hauses zeigen? Nun, wie soll ich sagen? Ich bin nicht sicher, ob... Ach, Unsinn. Ich will kein Nein von Ihnen hören. Bitte folgen Sie mir. Und hier ist das schlimmste Zimmer von allen. Meine Galerie. Donnerwelle, dieses Gemälde ist wunderhübsch. Danke sehr. Und wer ist das? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Mr. Thaddäus. Sie beide sind Thaddäus? Ich bin Thaddäus, er ist Thaddäus.